meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Ebrus Beauty Lounge. Ja, ich bin voll gut gelaunt. Ich bin richtig gut gelaunt und ich strahle gerade pure Lebensfreude aus und yes. So, mir geht es ganz gut und ich hoffe, euch geht es auch allen ganz gut und ja, ich habe euch ein bisschen vermisst. Kann man ja auch so sagen. Und ja, ich erzähle euch gleich ein bisschen was. Aber zuerst, wollte ich euch Wimpern vorstellen und zwar sind das Papierwimpern. Ich habe letztens im Internet so ein bisschen danach gestöbert und bin irgendwie dann drauf gestoßen per Zufall und dachte so, Ding, cool, coole Sache, sieht ja echt schick aus und so. Und dann habe ich mir mal welche bestellt und meine Güte, ey, voll teuer. Alter Verwalter, die habe ich aus England bestellt und ich zeige euch jetzt mal, wie die aussehen. Also die kommen so in einer Packung. Die Packung ist richtig, richtig cutie und duty und einfach nur dude. Und ja, Paper Salve. Und so sehen die Wimpern aus. Das sind halt Wimpern aus Papier. Und ich habe das jetzt meine zweite Box. Also die habe ich jetzt noch nicht aufgebraucht. Und die anderen zeige ich euch im Anschluss. Erschreckt bitte nicht, wenn ich im Anschluss ein bisschen anders aussehe, weil ich habe dieses Video schon mal gedreht. Nur den Anfang hat er irgendwie verdoppelt. Ja, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich dachte, ich drehe den nochmal neu. Was kann ich zu den Wimpern noch sagen? Aus England bestellt, hat glaube ich irgendwie 14 € oder so pro Paar gekostet, aber ich finde so für besondere Anlässe, so Hochzeiten oder Fotoshootings oder einfach mal so, finde ich, ist echt eine geile Sache. Und also ich hatte die letztens auf einer Hochzeit drauf, so, aber nur am Ende so ein paar, zwei Stück so. Und so haben alle geguckt, so, wow, was ist das denn? Und so voll cool. Und so, ich sehe, ja. Und ich habe mich selber so gefreut. Ich weiß, man hat so ein bisschen so Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Aber, ja, warum macht man das eigentlich, um aufzufallen? Und ich finde, das ist echt eine super Variante, um aufzufallen. So, ich klebe die Wimpern gleich einmal auf und dann könnt ihr halt auch nochmal sehen, wie sie aussehen. Es gibt halt viele verschiedene Muster. Ich hatte dann zum Beispiel noch dieses hier. Da habe ich einfach dieses kleine Ende hier sozusagen abgeschnitten, hatte dann ein kleines und ein normales und habe sie dann aufgeklebt. Ja, richtig cool. Und was kann ich euch noch erzählen? So schön ist ja, es geht ja am Samstag in Urlaub. Oh mein goodness, ich bin schon so fix und foxy. Ich weiß gar nicht, wie ich das überleben soll. Alle sagen, ach, das wird so super schön und ihr werdet so viel Spaß haben. Und ich sage dann immer so, erstmal ankommen, ne? Ihr wisst, ich habe immer so ein bisschen panische Angst vorm Flugzeug, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich habe mir gestern mal einen neuen Koffer gekauft. Soll ich euch den mal zeigen? Ja, komm, ich zeige euch den nochmal spannend. So sieht er aus. Ist der nicht toll? So, ciao, I'm going. Ja, also den finde ich mal richtig, richtig cool. Und der war, so sieht er aus. Ihr wisst, ich hatte irgendwann mal einen anderen, so einen pinken, aber der war mir geliehen. Und ich hatte halt immer selber keinen. Und ich finde, dieses Grün fällt doch immer echt gut auf, oder? Da kannst du es auf dem Laufband kannst du es auf jeden Fall nicht verlieren. Ich muss jetzt morgen noch erstmal Koffer packen und heute Abend geht es zu Weight Watchers. Nochmal aktuell vom Urlaub nochmal wiegen und also es läuft richtig, richtig gut. Das kann ich euch schon mal sagen und ich werde euch dann morgen oder übermorgen schon, vielleicht auch schon morgen, ich glaube morgen, kommt dann schon das nächste Video zu dem Thema, wie ist es weitergegangen mit Weight Watchers. Da dürft ihr schon mal gespannt drauf sein. Jetzt habe ich wieder vom Thema abgekommen, sorry. Guckt euch jetzt mal an, wie die Wimpern aussehen. Also, ich verabschiede mich jetzt schon mal und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. So, ich habe die jetzt aufgeklebt. Dieses Video gilt eigentlich nur als Informationsvideo. Also, ich will euch damit zeigen, dass es sowas noch gibt oder beziehungsweise, dass es sowas überhaupt gibt, dass ihr die Möglichkeit habt, sowas zu besorgen. Und ich finde es cool. Also ich finde es richtig cool, aber es ist so teuer und habt ihr letzte Woche eure Vision geguckt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Star wäre und irgendwo auftreten würde, dann würde ich sowas tragen. Oh, war das nicht geil? Oh, ich habe mich richtig so in die Liebe. Jedes Jahr zu eurer Vision kaufe ich mir immer das Album. Ich finde das so geil. Es ist einfach so Mix der Kulturen. Na, ist ja auch egal jetzt. Jetzt zeige ich euch die Wimpern. Oh, ich finde es richtig cool. Also, das ist gar nicht so schwierig, das aufzubringen. Aber ich habe es jetzt ein bisschen abgeschnitten. Ich zeige euch jetzt erstmal die halbe Variante. Kann man das erkennen? Die halbe Variante finde ich auch nicht schlecht. Also, das hat auch was, wenn man so guckt. Und es ist voll cool. Und die ganze Variante sieht dann so aus. Wartet.
das nicht geil? Das hat doch was, oder? Oh, ich find's richtig cool. Oh, ich geh gleich so raus, ey. Nee, also... Würdet ihr euch jetzt trauen, so raus? Ich hätte damit überhaupt gar kein Problem. Ob ich es mir jetzt nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich ganz vorsichtig abmachen, sodass ich das vielleicht irgendwann nochmal wieder benutzen kann. Und die dann wahrscheinlich zu einem ganz, ganz speziellen Event oder so. Die werde ich auf jeden Fall aufbewahren und hüten wie mein zweites Auge. Sagt man das so? Weiß ich jetzt gar nicht. So, und ich habe sie einfach angebracht mit dem ganz normalen Duo Eyelash Kleber und... Es hat wunderbar funktioniert. Also, ich hatte gar, also wenn du keine Probleme hast mit Wimpern aufkleben, dann wirst du hiermit auch keine Schwierigkeit haben. Mein Gesicht ist einfach nur Fettschichtglanz. Hammer. The Broken Hearts lead a new wave of female DJ groups who look and sound great. Hm? Naja. Okay, meine Lieben, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass es so die Möglichkeit noch gibt, dass es sowas noch gibt. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns die Tage wieder.